Hallo und willkommen zu der zweiten Runde. Eigentlich zum selben Thema, aber ich bin ja wieder etwas zu langatmig geworden zuvor und inzwischen habe ich mir eine weitere Tasse Tee gemacht und ein paar Artikel mehr gelesen und mich ein wenig aufgeregt. Ich hatte ja vorhin einige Facebook- und Twitter-Statements ja zu dem Thema gezeigt, die eher so die aberwitzige Dummheit des Homo sapiens demonstrierten. Aber ich möchte ja auch mal ein bisschen auf Sachen eingehen, die mehr einen Zeitgeist reflektieren, der zumindest gesprächswürdig ist. Als erstes sehe ich hier diese Meme, und das ist mir wirklich oft jetzt untergekommen, gerade in sozialen Medien. Das scheint ja sehr beliebt zu sein. Meine Generation wird eine Revolution starten. Und drunter ein Soldat, der sich gerade eine Kippe anzündet und sagt, deine Generation kann nicht einmal einen Rasenmäher starten. Dieser Meme reflektiert letztendlich auch das, wie sich der grünen Bürgermeister Boris Palmer zu dem Thema geäußert hat. Da ist jetzt in der Welt entweder heute oder gestern ein Artikel erschienen. Ich lese dann mal ein paar Zeilen dazu, dann wird deutlicher, was ich sagen will. Boris Palmer hat sich wieder mal zu Wort gemeldet. Diesmal wendet er sich öffentlichkeitswirksam an Greta Thunberg. Nein, wir haben deine Jugend nicht zerstört, schreibt der 47-Jährige an die 16-Jährige gerichtet in einem Gastbeitrag mit dem Titel Liebe Greta, keine Panik für die Bild-Zeitung. Es ist erstaunlich, dass diese Leute immer in die scheiß Bild-Zeitung gehen, um dort irgendwie ihr Zeug abzuladen. Das allein finde ich schon immer massiv diskreditierend. Wir haben eine Welt erschaffen, die bessere Lebenschancen für junge Menschen bietet als jemals zuvor in der Geschichte. Es gäbe weniger unterernährte Menschen weltweit, Krankheiten wie Pocken und Pest seien ausgerottet, weniger Kriegsopfer seien zu beklagen, die Lebenserwartung sei gestiegen und die Kindersterblichkeit deutlich gesunken. unten ist, es ist ein sehr kurzer Artikel, weil es ja letztendlich in der Welt erschienen ist, und da sind die Artikel oft sehr kurz. Nach Ansicht Palmers wollen einige Menschen derzeit neben dem Klimaschutz kein anderes Thema mehr gelten lassen. Sie glauben, dass wir den Klimaschutz erst verwirklichen können, wenn wir unser bisheriges Wirtschafts- und Gesellschaftssystem abschaffen, sagte er. Thunberg habe recht mit ihrem Eintreten für ein umweltbewussteres Handeln aller, aber dafür brauchen wir ein planvolles Vorgehen, das ist nicht zu verwechseln mit Untätigkeit. Es nütze nichts, wenn wir in Panik verfallen, sagte er. Die 16-jährige Schwedin hingegen fordere schon öfter, ich will, dass ihr in Panik geratet. Also erstmal, wenn man sich anguckt, irgendwo bei Wikipedia, wann Boris Palmer geboren ist, dann ist er Jahrgang 1972, also sogar noch ein Jahr jünger als ich. Und Boris Palmers Generation hat nicht die Pocken beseitigt, und das hat die sogenannte Silent Generation getan, über die viel zu wenig gesprochen wird. Also Boris Palmer ist letztendlich ein Babyboomer. Und dieser Generation haben wir andere Dinge zu verdanken. Reality-TV, Banken der Regulierung oder zum Beispiel die Handys. Also es ist immer so, um zurück auf diese Meme zu kommen, das wird ja von Leuten gepostet, die sich aus unerklärlichen Gründen leisten, sich dann quasi mit diesem coolen Soldat da unten, der entweder aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg ist, zu identifizieren, ohne darauf irgendwie einen Anspruch zu haben. Also Boris Palmer gebärdet sich an dieser Stelle wie ein typischer, unreflektierter Politiker, der wahrscheinlich Steven Pinker gelesen hat. Weiter unten heißt es, aber dafür brauchen wir ein planvolles Vorgehen. Das ist nicht zu verwechseln mit Untätigkeit. Ja, das kann man behaupten. Aber Leute wie ich warten schon sehr lange auf ein planvolles Vorgehen. Aber ich sehe den Plan immer noch nicht. Wo ist der Plan? Was für ein Plan? Ich meine, hatte Joschka Fischer da einen Plan? Wann hatten die Grünen einen Plan? Also, das ist ja natürlich nur so politisches Gelaber. Mehr ist das für mich nicht. Und da springt halt einer, der noch vor einigen Jahren sich stark gemacht hat für Kohleabbau. Da springt jetzt einer plötzlich auf dieses Pferd und möchte sich profilieren. Ich bin nicht beeindruckt. Mit den Grünen ist das ja so eine Sache, nicht wahr? Es ist ja nicht so, dass ich jemals gegen die Grünen gewesen bin. Und eigentlich sind mir die Grünen etwas... plötzlich stehen sie mir deutlich näher, wenn ich sehe, wie sie ungerechtigterweise zu diesen Hassobjekten der Rechtsradikalen werden und in welcher Form sich das im Internet breit macht.
Soll ich jetzt wirklich das Unterverzeichnis irgendwo aufrufen und die anti-grünen Hassmemes, die sexistischen, reaktionären Bilderspielchen hier präsentieren, die da getrieben werden von den Leuten? Also, das ist vollkommen widerwärtig und vollkommen geisteskrank und jenseits dessen, was man auch nur ansatzweise als Meinungsfreiheit bezeichnen möchte, wird aber weitgehend geduldet. Und ich, wenn ich es jetzt hier zeigen müsste, ich müsste vorher die Kamera ausmachen und im Photoshop mal erstmal 10 Minuten die ganzen Namen ausschwärzen von den Leuten, die das gepostet haben. Denn, naja, das Persönlichkeitsrecht erlaubt den Leuten öffentlich sich mit Hasskommentaren zu präsentieren, aber es erlaubt mir nicht, sie namentlich zu zitieren als Urheber dieser Hasskommentare, weil das dadurch, dass sie nicht wirklich prominente Personen des öffentlichen Geschehen sind, werden sie natürlich auch gleichzeitig geschützt. Das heißt also, ich habe zwar ein Zitatrecht auf den Müll, den sie verzapfen, aber ich muss sie sozusagen anonymisieren. Das ist faszinierend, nicht wahr? Aber ich kann ungefähr verstehen, wo das herkommt. Aber damit kommen wir natürlich zu hier diesem Artikel von Volker Böhme-Nessler über, also ein Jurist, der hier ein Kommentar schreibt in der Zeit über das Renate Künast-Urteil. Das ist ja mal eine wirklich irre Geschichte. Hasskommentare widerlich und die Würde verletzend. Man soll nicht immer gleich Skandal schreien, sonst verliert man das Gespür für echte Skandale. Das Künast-Urteil ist ein Skandal. Es lässt sich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Es ist ein krasses Fehlurteil, das die Verfassung grob missachtet. Es verweigert den Menschen einen Schutz vor der verbalen Barbarei im Internet. Und nicht zuletzt schadet es der Demokratie. Um was es konkret geht, ist in den letzten Tagen ausführlich beschrieben worden. Der Kern des Verfahrens ist: Die Politikerin Renate Künast von den Grünen ist auf Facebook beschimpft worden. Dagegen geht sie juristisch vor. Sie hat den Prozess vor dem Landgericht Berlin verloren. Die Richterinnen und Richter halten es für zulässig, die Politikerin als Drecksfotze und Stück Scheiße zu beschimpfen. Auch die Aussage, wurde diese Dame vielleicht als Kind ein wenig viel gefickt und hat dabei etwas von ihrem Verstand eingebüßt, bekommt vom Gericht den amtlichen Stempel der rechtlichen Zulässigkeit. Insgesamt gibt es 22 ähnliche Äußerungen, die das Landgericht für zulässig hält. Also wenn ich ab und zu mal hier so meinen guten alten Platon heraufbeschwöre und sage, dass unsere schiefe Bahndemokratie, die wir hier gerade leben, sich langsam in eine Diktatur des Pöbels verwandelt, dann ist vielleicht das hier das Mosaikensteinchen, dem man eine gewisse Aufmerksamkeit widmen sollte. Es lohnt sich, einen Blick auf die Begründung des Gerichts zu werfen. Das ist allerdings nichts für zart beseitete Gemüter. Es ist ein Blick ins Gruselkabinett pervertierter juristischer Argumentation. Der Kommentar Drecksfotze bewege sich haarscharf an der Grenze des von Renate Künast noch Hinnehmbaren, sagt das Gericht allen Ernstes. Begründung: Die Politikerin sei vor vielen Jahren durch einen Zwischenruf an die Öffentlichkeit gegangen, der sich im sexuellen Bereich bewegt habe. Das Gericht bezieht sich auf eine Äußerung der Politikerin in einer Diskussion über die Strafbarkeit von Pädophilie. Die Äußerung stammt von 1986 und ist ein Zwischenruf aus einer parlamentarischen Debatte im Berliner Abgeordnetenhaus. Das Gericht sagt wörtlich, dass mit der Aussage allein eine Diffamierung der Antragstellerin beabsichtigt ist, ohne Sachbezug zu der im kommentierten Post wiedergegebenen Äußerung, ist nicht feststellbar. Weil Renate Künast sich an einer parlamentarischen Diskussion über Pädophilie beteiligt hat, muss sie sich daher als Drecksfotze beschimpfen lassen. Das ist die widerlichste und frauenfeindlichste Beschimpfung, die sich denken lässt. Mit derselben Begründung akzeptiert das Gericht auch den natürlich anonymen Post: Wurde diese Dame vielleicht als Kind ein wenig viel gefickt und hat dabei etwas von ihrem Verstand eingebüßt? Wow, was für ein Geniestreich. Ein ebenfalls anonymer Kommentator hat geschrieben: Knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird. Vergewaltigung als Disziplinierungsinstrument. Nichts anderes als diese barbarische und sexistische Fantasie steckt hinter dieser Äußerung. Die Bewertung des Gerichts dazu: Es geht dem Äußernden erkennbar nicht darum, die Antragstellerin als Person zu diffamieren. Und da gebe ich euch Brief und Siegel darauf, dass das exakt dieselben Leute sind. Exakt dieselben Leute, die sich jetzt in der Öffentlichkeit, in den sozialen Medien präsentieren und erzählen, Greta soll in eine Klapse eingeliefert werden und Franziska
Vergleichen sie mit Nazi-Bonzen und all dieses Zeug. Es sind alles dieselben Leute. Und das angelsächsische Vokabular hat dafür auch tatsächlich einen unflätigen Ausdruck. Das ist, was man als White Trash bezeichnet. White Trash. Und das ist einfach eine gesellschaftliche Gruppierung, die eigentlich nicht an der Polis beteiligt sein sollte. Die sollen gerne saufen, ja, die sollen gerne herumhüpfen, die sollen gerne ihren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen, organisierter Sport, masturbieren. Aber aus welchem Grund sollen derartige hirnrissige Schwachmaten an der Polis beteiligt sein? Ja, das ist der Unterbauch der Demokratie, den wir gerade jetzt erleben. Dass sozusagen jeder Idiot ein Megafon in der Hand hat und damit seine Einflussnahme gelten lassen kann. Tja, was schreibt denn der Jurist hier weiter, der übrigens mit dem, was ich gerade gesagt habe, absolut nicht einverstanden wäre, aber das ist ja nun mal dann eben meine Haltung und Position zu dem Ganzen. Zur politischen Debatte, lese ich hier weiter, gehört auch, dass es hoch hergeht. Politische Diskussionen können heftig, leidenschaftlich, verletzend, polemisch sein. Immerhin geht es ja um Politik, die große Bedeutung für alle hat und natürlich Emotionen auslösen kann. Deshalb müssen sich Politikerinnen und Politiker, die in der Öffentlichkeit stehen, verbal mehr gefallen lassen. Das hat das Bundesverfassungsgericht immer wieder betont. Aber nicht alles ist erlaubt. Auch das sagt die Verfassung ganz klar. Wer andere Personen hart angreift und beleidigt, kann sich nicht unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit verstecken. Wie alle Grundrechte hat auch die Meinungsfreiheit Grenzen. Die Grenze ist immer dann überschritten, wenn die Grundrechte anderer Menschen verletzt werden. Die Äußerungen, gegen die sich Renate Künast vor Gericht wehrt, sind vulgäre, sexualisierte Beleidigungen auf niedrigstem Niveau. Sie verletzen sie in ihrer Menschenwürde und in ihrer Würde als Frau. Das lässt sich nicht mit der Meinungsfreiheit rechtfertigen. Im Staat des Grundgesetzes kann Drecksfotze niemals eine zulässige Meinungsäußerung sein. Ja, das kann ich ja wirklich nur so unterschreiben. Hier ist noch ein kleiner Abschnitt hier unten, weil es wirklich interessant ist. Was ist die Botschaft dieses Urteils? Leider eine eindeutige. Hate Speech ist erlaubt. Die Justiz schützt die Bürgerinnen und Bürger nicht, wenn sie im Internet in übelster Weise anonym aus dem Hinterhalt angegriffen werden. Das erschüttert das Vertrauen der Bürger in die Justiz und den Rechtsstaat nachhaltig. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Wenn ich sage, dass Leute, die heute in ein Restaurant gehen und ein Oktopus bestellen oder einen Tintenfisch oder irgendein Tier aus dieser Tiergruppe, und wenn ich diese Leute als Arschlöcher bezeichne, wenn ich diese Leute als Abschaum bezeichne und wenn ich behaupte, dass das Tier auf dem Teller mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit einen viel höheren IQ hat als die gerade fressende Person, dann ist das absolut legitim, weil es sich in keinster Weise um eine ad hominem Beleidigung handelt, die irgendeine einzelne Person versucht in die Enge zu dringen, ja? Und diese irgendwie, sei es sexuell oder in ihrer Identität, angreift, ja? Und das ist ein Riesenunterschied. Und diesen Unterschied, den müssen wir uns als Gesellschaft bewahren, weil sonst explodiert das hier alles einfach nur in ein riesiges Chaos. Und ist dann eben die Frage, was dann so die nächste Stufe ist, wann sozusagen diese verbalen Durchfallerscheinungen in irgendwelche unmittelbaren physischen Straftaten zu tendieren beginnen. Ich lese noch ein paar Zeilen weiter. Das erschüttert das Vertrauen der Bürger in die Justiz und den Rechtsstaat nachhaltig. Wer soll sie denn dann vor den Aggressionen der Menschenfeinde im Netz schützen? Schlimm genug, aber das ist noch nicht alles. Das Urteil hat auch böse Folgen für die Demokratie in Deutschland, die sowieso schon unter Druck steht. Demokratie lebt von der offenen, engagierten und mutigen Diskussion ihrer Bürgerinnen und Bürger. Ohne freiheitlichen Diskurs gibt es keine Demokratie. So einfach ist das. Durch die sozialen Medien verändert sich die Diskussionskultur in der Gesellschaft noch schleichend, aber allmählich immer deutlicher sichtbar. Der zivilisatorische Lack blättert ab. Ja, das ist ja auch, was ich zuvor erzählt habe über meine persönliche und durchaus emotionale Wahrnehmung der Internetkultur. Die Internetkultur fühlte sich an wie dieser Befreiungsschlag für meine Generation. Dieser Befreiungsschlag von der Konsumdiktatur, der Massenmedien, der Fernsehanstalten, des Privatfernsehens. Endlich waren wir imstande, unsere eigene Kultur zu erschaffen. Eine Kultur, die auf Informationstausch und philosophische Geistesfreiheit basiert.
viele interessante liberale Gedanken, die mit der Entstehungszeit des Internets einhergegangen sind. Naja, und jetzt müssen wir uns mit dieser Scheiße hier beschäftigen, mit dieser Gastroenteritis, ja? Also, das ist nicht wirklich ein schöner Anblick. Oh, hier herrlich. Wer hat sich natürlich zu Wort gemeldet? Der Mann, der seit einem Jahr versucht, aus der Versenkung zu kommen, natürlich der CDU-Politiker Friedrich Merz. Friedrich Merz kritisiert die Klimapolitik von Angela Merkel. Diese sei führungslos und mache nicht das, was möglich ist. Auch Greta Thunberg kritisiere er, vor allem aber auch die Eltern der 16-jährigen Klimaaktivistin. Weiter unten steht es, kritisch äußerte sich Merz auch zum Hype um die Klimaschützerin Greta und ihrem Auftritt bei der UN-Generalversammlung in New York. Also ganz ehrlich, meine Tochter hätte ich da nicht hingelassen, betonte Merz. Auf der einen Seite ist das Mädchen bewundernswert, aber auf der anderen Seite ist sie krank, fügte Merz hinzu und äußerte Zweifel, ob die Eltern der 16-Jährigen wirklich verantwortlich handeln. Irgendwie bleibt da ein Störgefühl zurück, sagte Merz. Aber es sei überfällig, dass sich die jungen Menschen wieder so für Politik interessieren, wie durch die von Thunberg ausgelöste Bewegung. Fällt einem nur das Wort aalglatt ein? Also, genau so ein Statement habe ich von einem Profi-Politiker erwartet. Auf alle Seiten die Türchen so offen lassen. Allerdings hat ihm nicht so gut bekommen, dass er sie so unmittelbar als krank bezeichnet hat. Also, da gab es ja, glaube ich, so ein bisschen einen Shitstorm. Dass bei ihm ein Störgefühl zurückbleibt, das mag ja sein, aber ich meine, bei mir bleibt auch seit 20 Jahren ein Störgefühl zurück, wenn ich Friedrich Merz sehe. Somit, jeder hat da wohl so seine Probleme. Das ist einfach nur ein weiteres belangloses Statement eines Spitzenpolitikers, der nun schnell sich orientieren muss, wie gehe ich mit dieser neuen Situation um? Wieso ist plötzlich eine Greta da? Wieso Jugend? Wie war was denn? Ich dachte, die tun immer alles, was wir ihnen sagen. Naja, super interessant finde ich ja allerdings einen Artikel, der bei den Nachdenkseiten erschienen ist. Und zwar von Jens Berger. Ich glaube, Jens Berger dürfte gegenwärtig der wichtigste und beste Journalist in Deutschland sein. Don't let anybody tell you different. Und der hat fast zeitgleich mit diesem Video, das ich gemacht hatte, wo ich eben darauf eingegangen bin, dass schon vor Jahrzehnten all diese Probleme niedergeschrieben wurden, dass schon vor Jahrzehnten Alarmglocken geschlagen wurden und dass vielleicht ein bisschen die Hysterie, die im Augenblick herrscht, ja auch mal ein Schwellengrad dessen ist, dass bei den meisten Diskussionen zu diesem Thema man ja von der konservativen und Status quo verteidigenden Seite ja immer hingehalten wird. Da heißt es ja immer, ja, wir wollen jetzt hier nicht so verbal angegriffen werden, wir wollen jetzt eine anständige Gesprächskultur hier haben, wir wollen jetzt mal einfach mal zivilisiert darüber reden, was man machen kann. Wir müssen jetzt hier auch mal unsere Kultur hier in Betracht ziehen und wir wollen uns jetzt hier nicht ständig so angreifen lassen. Eine typische Talkshow-Situation 80er Jahre oder so. Ja, das mag ja sein, aber dann vergehen 10 Jahre und die Talkshow-Situation findet nochmal statt und man merkt, es ist nichts passiert und dann finden nochmal 10 Jahre statt und die nächste Talkshow-Situation findet statt und sozusagen die Wahrer des Status quo erzählen dann immer dasselbe. Ja, wir wollen jetzt hier nicht so persönlich angegriffen werden. Was soll immer diese Hysterie und so? Das kann man auch ein bisschen gelassen angehen. Lass uns mal darüber reden. Wir haben ja nichts gegen eine angemessene, zivilisierte Diskussion. Ja, wollen wir das ad infinitum so treiben? Manchmal braucht eine jede Kultur, eine jede Zivilisation irgendeine Form von Ekstase, irgendeine Art von Ausbruch. Und das gefällt dann natürlich den Bewahrern des Status quo nicht. Aber da muss man natürlich auch zu Rate ziehen, dass die Bewahrer des Status quo einfach jahrzehntelang gebremst haben und auf diese Art und Weise gelogen und gemogelt haben, weil sie immer eine progressive Diskussion versprochen hatten, an der sie teilnehmen, aber in Wirklichkeit sind sie einfach oft nur bezahlte Heinis, deren Aufgabe darin besteht, Tone Policing zu betreiben und naja, jegliche Veränderung zu verhindern. Damit halt irgendwer hinter ihnen, der sie wohlwollend auf die Schulter klopft, noch ein bisschen reicher wird. Und zurück zu Jens Berger und seinem Artikel, weil da beschreibt er viel, viel detaillierter, als ich es da in ein paar Worten in dem Video getan hatte, wie alt diese ganzen Ideen eigentlich sind.
Vorschläge, die schon vor 40 Jahren diskutiert wurden, wie eine Einführung des Tempolimits, eine schrittweise Abkehr vom Verbrauch fossiler Energieträger, die Transformation unserer Wirtschaft in eine Kreislaufwirtschaft oder die Energiewende, werden heute, 40 Jahre später, immer noch größtenteils als neue Themen aufgefasst, über die man erst einmal gründlich nachdenken sollte. Nur nichts übereilen. Man muss die Menschen und die Wirtschaft mitnehmen. Kein Wunder, dass den Jugendlichen von heute der Geduldsfaden gerissen ist. Gut, mir ist der Geduldsfaden schon vor Jahrzehnten gerissen, aber ich bin halt ein misanthropischer Choleriker. Ich kann einfach nicht anders. Bei mir ist das sozusagen in mein Psychogramm hineingeschrieben. Und dann beginnt er natürlich eine faszinierende Liste, die ich hier gar nicht vorlesen werde, aufzuzählen, die mit dem Jahr 1896 anfängt und baut diese ganze Kurve des Warnens und Erklärens und Aufklärens, die bis heute anhält. Und ich werde natürlich diesen Artikel hier unter dem Video linken. Schaut euch das mal an. Also das ist hoch faszinierend. Und viele dieser Sachen, die man heute so gerne als einen progressiven, ultra-progressiven Angriff auf unsere Lebensweise so gerne deutet, viele dieser Sachen wurden schon wissenschaftlich in den 60er, 70er Jahren ausgearbeitet. Und schon damals hatten die Politiker gesagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, da muss tatsächlich was geschehen, aber wir müssen ja die Gesellschaft auch mitnehmen, wir können jetzt hier nicht eine Revolution proben. Das Ganze ist also ein politisches und ökonomisches Getrickse, dem wir letztendlich schon in zweiter Generation ausgesetzt werden. Also vergessen wir das mal nicht. Am Ende stammt für mich der Tweet des Tages, also der beste Beitrag zu diesem Thema von dem Zeichner Ralf Rutte. Der hat das hier gepostet. Teenagerin wird wütend, weil man ihrer Generation die Chance auf eine lebenswerte Zukunft nimmt. Reaktion soll in psychologische Behandlung. Erwachsene Typen weinen Tränen, weil ein Fußballspiel nicht so ausging, wie sie hofften. Reaktion stark, wenn Menschen Gefühle zeigen. Und das ist genau das, worum es hier eigentlich geht. Ein großartiger Tweet. Ich hoffe, dass ich einmal zu meiner eigenen Lebenszeit imstande sein werde, so präzise zu twittern. Hier wird ja sowieso ohnehin ständig so eine Art Taschenspielertrick praktiziert in den Medien. Und der besteht ja darin, dass die Boomer-Generation, die sich ja am meisten angegriffen fühlt von der ganzen Geschichte mit Greta, dass sie sich ja unentwegt sozusagen mit der Silent Generation identifiziert, worauf sie nun wirklich keinen Anspruch hat. Das sieht man sehr gut an dieser Meme, die in verschiedenen Varianten in letzter Zeit überall im Internet grassiert. Da sieht man oben ein Foto aus dem Film Easy Rider, hier mit Dennis Hopper und dem kürzlich verstorbenen Peter Fonda und Jack Nicholson, mit ihren Chopper-Harleys unterwegs. Und dann 50 Jahre später und unten sieht man irgendwelche Yuppies auf irgendwelchen Elektrorollern. Und was man damit sagen will, ja, schaut, wie die wahre Männlichkeit auf den Hund gekommen ist. Und das klingt ja witzig, aber es ist natürlich nicht wirklich eine Realität. Denn vor 50 Jahren, in der Zeit, als Easy Rider gedreht wurde, waren Männer nicht so. Diese drei Männer, die hier in dem Film präsentiert werden, sie symbolisieren sozusagen Outlaws, die sich am Rande der Gesellschaft bewegen. Also drei Individuen, die eben bereit sind, das sichere Gefilde ihrer Gesellschaft zu verlassen und eben diese Lone Rider auf dem Highway zu sein. Das ist aber keine allgemeingültige Aussage über die Männer damals. Das Problem ist ja, dass diejenigen, die das für sich beanspruchen als Meme, kaum für sich beanspruchen können, dass sie Easy Rider sind. Ja? Und auch damals waren die meisten Männer eben nicht so. Jene Männer, die damals so waren, wurden teilweise angespuckt als schmutzige Hippies und die meisten Männer damals haben in ihrem Werk gearbeitet und sind dann halt abends auf ein Bier irgendwo hingegangen. Und wenn sie mal richtig lustig drauf waren, sind sie dann mit den Kumpels durch die Straßen gezogen, um irgendwelche Homosexuellen zu verprügeln. Aber viel mehr als Würstchen essen und abends Fußball im schwarz-weißen Fernsehen angucken, war da ja auch nicht dabei. Also ist ja immer, muss man ganz vorsichtig mit diesen Memes sein. Genauso wenig ist es vollkommen absurd, irgendwie die drei Heinis da unten, die irgendwo wahrscheinlich irgendwann in irgendeinem Finanzdistrikt von einer Filiale zur anderen fahren, als aussagekräftig für den Stand des Männlichen in der Gegenwart anzusehen.
Das sind einfach nur massive Vereinfachungen und falsche Äquivalenzen, mit denen man da konfrontiert wird. Man will sich da also ständig diesen Handschuh anziehen, auf den man letztendlich keinen echten Anspruch hat, nicht? Also die Generation jener harten Kerle, die den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben, die ist ja kaum noch da. Aber manche Leute versuchen das ja immer so ein bisschen auf sich zu beziehen. Dann gibt es natürlich eine ganze Serie aus diesen Anti-Greta-Postings, wo es immer darum geht, dass man Haufen Kinder zeigt, die in der dritten Welt oder in einer prekären Situation leben. Und dann wird das Foto von Greta dazu geklatscht. Und dann sagt man ja, eine von diesen Personen hat gesagt, ihre Träume und ihre Kindheit sei gestohlen worden. Welche ist das wohl? Ja, das ist zwar witzig, aber es ist natürlich auch eine Form von Nirvana-Argument, weil das erinnert mich so an die 80er, als Leute wie Peter Gabriel oder Kate Bush dafür angegriffen wurden, dass sie in ihren Liedern irgendwelche Themen verarbeitet haben, die extrem sozialkritisch und sich mit Armut beschäftigten. Und man sah dann hin und sagte, ja, aber ihr habt alle so ein wohlbehütetes Leben gehabt als Kinder. Was beschwert ihr euch eigentlich? Das ist ja immer diese Geschichte. Das ist diese Vorstellung so, quasi, solange Greta nicht durch Dreck gegangen ist und eine ganze Kindheit in der Sahelzone getristet hat, hat sie kein Anspruch darauf, diese Welt zu kritisieren. Ich schätze, da sollten mal die Urheber von diesem blühenden Unsinn ja erstmal in den Spiegel schauen und gucken, was für ein Leben sie geführt haben. Ja. Und dann natürlich hier, wer meldet sich zu Wort? Roger Köppel. Greta Thunberg hat keine Ahnung von Physik, Meteorologie oder Klimatologie, aber sie wird an großen Klimakonferenzen eingeladen. Das beweist, dass diese Klimakonferenzen keine wissenschaftlichen, sondern politischen Veranstaltungen sind. Agitation statt Reflexion. Also, wenn ich eine Bohrmaschine nehmen würde und mir ein 10 cm tiefes Loch durch die Schläfe bohre, würde mich das immer noch nicht dumm genug machen, um meine Cues von Roger Köppel zu nehmen. Roger Köppel, der schon so viele Jahrzehnte seine Zunge tief in die Arschbacken der Finanzindustrie steckt, dass für ihn inzwischen auch ein Vanilleeis wie Scheiße schmecken muss. Roger Köppel wird mir so überhaupt nichts erzählen. Ist ja unglaublich, echt, Roger Köppel. Fucking hell. Naja. Dann natürlich das hier. Von Montag bis Donnerstag werden die Kinder mit dem Auto zur Schule gebracht und am Freitag demonstrieren sie dann gegen ihre Fahrzeuge. Das ist ein sogenanntes Strohmann-Argument. Ja, es ist ein Riesenproblem dieser Gesellschaft, dass die Eltern ihre Kinder ständig mit irgendwelchen schwarzen amerikanischen Autos zur Schule fahren, die eher so aussehen, als gehörten sie irgendwie nach Basra. Aber zu tun, als hätte das mit all jenen zu tun, die da für eine bessere Zukunft demonstrieren, ist ja letztendlich nur ein unverschämtes Strohmann-Argument und naja, schon eine massive Denkfaulheit. Hier das hier. Solange dieses Mädchen mit einer Rose in Deutschlands Medien mehr Aufmerksamkeit bekommt als unsere Rentner vor dem Mülleimer, wird sich in Deutschland nichts ändern, rein gar nichts, weil dann haben sie das größere realistische Problem Altersarmut nicht erkannt. Denkt mal darüber nach. Ja, aber auch das ist sozusagen ein Nirvana-Trugschluss, weil man als Kritiker plötzlich zu einer Messianisierung von Greta beiträgt. So nach dem Motto, Greta soll sich kümmern. Ja, Greta soll jetzt mal ein Heilmittel gegen Krebs erfinden, weil wozu ist sie sonst gut? Das ist ein totaler Schwachsinn, ja? Das ist ja letztendlich einfach nur ein lahmer Whataboutismus, mit dem man ja davon ablenken möchte, dass man ja selber keine Lust hat, etwas zu einer Ökologisierung der Gesellschaft beizutragen. Also lenkt man ab und sagt so, ja, aber ihr habt euch ja noch nicht um das gekümmert, also lasst uns ja erstmal in Ruhe. Alles totaler Quark. Ich glaube, für den Augenblick reicht es. Ich will ja auch nicht ständig nur über Greta reden, also das Ding muss auch mal durch sein, aber die Frage, die ich mir dabei natürlich stelle, ist, wie geht es zivilisatorisch weiter? Und was werden jetzt die Konsequenzen daraus sein? Und da muss man natürlich schon sehr achtsam sein, dass das nicht einfach nur eine riesige Marotte ist, die sich an einem Teenager fixiert. Ich fürchte eher natürlich, dass wir immer tiefer in die Scheiße schlittern und irgendwann mal über die Schulter schauen und sagen, ja, wisst ihr noch vor 10 Jahren, als diese Greta da war? Ja, das waren noch Zeiten, da hatten wir noch Hoffnungen.
Und zum Abschluss noch einen Artikel, den ich als sehr wichtig erachte und der gerade kürzlich erst auf den Nachdenkseiten.de erschienen ist. Und hierbei handelt es sich um eine Übersetzung, um die Übersetzung eines Aufsatzes oder Essays des exzellenten amerikanischen Journalisten Chris Hedges. Und Chris Hedges hat sich zu Wort gemeldet und hat eben seine Gedanken zu dem ganzen Thema Greta und Co. niedergeschrieben. Und ich kann mich damit mehr als nur identifizieren. Aber das ist nicht überraschend. Ich followe Chris Hedges nun schon seit Jahren. Der springende Punkt ist, alles, was ich in den letzten Tagen zum Thema Greta so von mir gegeben habe, betraf letztendlich nur einen Blickwinkel, eine Trajektorie. Diese faszinierende Situation, bei der ein Teenager sich plötzlich in dieses öffentliche Licht stellt und diesen unglaublichen Effekt hat auf all die Schnarchnasen dieser Zivilisation, all die Schwätzer, all die Hasser, all die Rechtsradikalen, die plötzlich alle wie auf Befehl unter den Steinen hervorkriechen und sich plötzlich zu dieser multimedialen Achse vereinen können. Plötzlich können sie gemeinsam posten und gegenseitig ihre lächerlichen Postings teilen. Und das ist insofern faszinierend, als dass man, und diese Frage wurde ja irgendwie so gar nicht in den Raum gestellt. Ich verstehe also rückwirkend gar nicht, warum sie sich alle so angesprochen fühlen. Da ist also eine Greta, die es sozusagen bis in den Veranstaltungssaal der Vereinten Nationen schafft und dort auf einer Bühne sitzt mit einem Mikrofon. Und dort im Publikum, da sitzt das, was man vielleicht mangels eines besseren Wortes oder mangels eines passenden vulgären Wortes als die Eliten bezeichnen möchte. Die sitzen da, da sitzen sie, die behäbigen Kreaturen, die behäbigen Zampanos und Bonzen in ihren 3000-Dollar-Anzügen und gucken vermutlich mit einem relativ ausgebrannten Blick auf dieses schwedische Mädchen, das da ihre emotionale Rede hält. Und legen wir mal für eine Weile beiseite, ob das nun eine einstudierte Rede ist oder ob sie authentisch ist. All diese Fragen sind ja doch letztendlich nur Ablenkung. Sie hält diese Rede und würde nun die Presse eher ihren sonstigen Motiven folgen, dann hätte sie darüber wahrscheinlich kaum berichtet. Und die Bonzen wären nach Hause gefahren und es wäre Business as usual. Doch weil das medial aufgegriffen worden ist und weil das sozusagen auffällig war und den Massenmedien gefallen hat, hat es natürlich diese Eigenschaften eines Online-Phänomens gewonnen und plötzlich haben sich angefangen, all diese Schwachköpfe daran abzuarbeiten. Aber ist es nicht erstaunlich, dass sozusagen hier ein Mädchen ihre Messages an die Mächtigen, an die Eliten sendet und die Mitglieder der Randgruppen und bildungsfernen Unterschichten und all diese Leute stellen sich in die Schusslinie? Ich meine, ich frage mich, was das natürlich über die Zeit, in der wir leben, aussagt, dass eine Greta hier sozusagen irgendwelchen Bonzen und irgendwelchen behäbigen Politikern und Ex-Politikern etwas predigt und irgendein Typ von der Eckkneipe irgendwo in Gera mit einer Kippe im Mund fühlt sich angesprochen und wird wütend. Das ist erstaunlich. Das ist ein erstaunliches Ergebnis von 30, 40, 50 Jahre langer medialer Manipulation von Leuten. Auf die Idee käme man ja normalerweise gar nicht. Wenn die richtige Reaktion wäre gewesen, und hierbei spielt es absolut keine Rolle, aus welcher Schicht man kommt und welche Bildung man hat, die richtige Reaktion wäre gewesen: Oh, schau mal, dieses Mädchen da, endlich sagt sie es denen. Diese Leute haben nie etwas für mich getan. Diese Leute haben sich letztendlich ihr Leben lang auf Kosten meiner Gesundheit bereichert. Diese Leute haben Versprechungen abgegeben, haben keinen richtigen Gestaltungswillen gezeigt. Und jetzt sitzen sie da behäbig und sie sagt ihnen wenigstens ihre Meinung. Wenigstens einer. Das wäre die logische Reaktion in einem Universum, in dem es noch halbwegs konstantes Verständnis für den Unterschied zwischen Arm und Reich gibt. Aber die Verblödung
hat inzwischen einen so extremen Grad erreicht, dass die Leute aufspringen und sagen so, oh, das ist eine verrückte Frau. Woher wagt sie es denn überhaupt nicht? Was nimmt sie sich eigentlich heraus? Die soll doch mal erstmal zurück in die Schule gehen, dann weiß sie, wie das ist. Die soll erstmal 30 Jahre lang irgendwo in der Fabrik arbeiten. Dann kann sie mal ein bisschen sprechen. Das ist vollkommen irre. Das ist vollkommen irre. Und das ist das, was mich an der Sache am meisten die letzten Tage beschäftigt hat. Das hat aber natürlich nichts mit der Sache an sich zu tun. Denn ich als notorischer Pessimist meine ja nicht, dass nun irgendetwas Besonderes getan worden ist. Ja, das ist alles hochfaszinierend und wir werden sehen, wie die Zukunft mit einer Gestalt wie Greta umgeht, ob sie einfach nur eine kleine Fußnote ist in irgendwelchen ökologischen Büchern, die in 25 Jahren erscheinen werden, als eine Aufarbeitung einer reibungsgeladenen Vergangenheit. Aber das bedeutet ja noch lange nicht, dass das etwas zu bedeuten hat. Man muss heute ja sehr vorsichtig sein. Wenn irgendwo eine Greta steht und diesen Leuten irgendwas vorpredigt, dann bedeutet das in erster Linie, dass sie im Grunde als ungefährlich erachtet wird. Und das ist der Grund, warum man sie überhaupt dort auftreten lässt. Und darin steckt sozusagen ein problematischer Haken, denn das ist alles ja nicht zum ersten Mal da. Solche Momente hat es in der Vergangenheit immer wieder gegeben und zu einer echten Veränderung haben sie ja nie beigetragen. Also eine Bewegung von Leuten, die einmal die Woche demonstrieren gehen, das ist nicht verkehrt. Ich bin ja der Letzte, der dagegen ist. Ich unterstütze das. Aber tun wir nicht so, dass damit irgendetwas geleistet ist. Wenn wir das so täten, wären wir naiv. Wenn wir das so täten, wenn wir glauben würden, das ist schon der richtige Schritt in die richtige Richtung, das ist ja ein Atemhauch in die richtige Richtung. Wenn wir das so täten, es als eine bereits wirksame Maßnahme zu rezipieren, dann wären wir sehr naiv, denn dann würden wir verkennen oder verdrängen, wie groß eigentlich die Aufgabe ist und wie viel demokratische Macht wir im Verlauf der letzten Jahrzehnte eigentlich an den Neoliberalismus abgegeben haben. Denn wir sind vollkommen unbedeutend, wir haben absolut keine Macht und die bloße Tatsache, dass man uns irgendwo herummarschieren lässt, dass man irgendwelche Teenager am Freitag einfach aus der Schule weggehen lässt, die bloße Tatsache, dass das passiert, hat ausschließlich damit zu tun, weil den Leuten, die letztendlich die Hauptverursacher der Probleme sind, ist das scheißegal. Aber sowas von scheißegal. Die denken, es ist doch amüsant. Super, schau mal die Kids da unten. Ist das nicht lustig? Kann sich die Presse wenigstens damit beschäftigen. Und das ist jetzt nicht unbedingt nur mein Gedankengang, sondern das ist etwas, was letztendlich hier auch von Chris Hedges aufgegriffen wurde und das extrem präzise meine persönliche Erfahrung mit dieser Zivilisation reflektiert. Das ist also ein Artikel, der bei nachdenkseiten.de erschienen ist. Ich werde unbedingt den Link unter das Video posten. Lies das mal selber durch. Das ist ein recht langer Aufsatz. Ich werde natürlich nicht alles hier durchlesen. Der Titel lautet: Den Planeten zu retten heißt, die herrschenden Eliten zu stürzen. Also, das ist ja schon mal ein radikaler Titel. Und das gefällt mir daran, weil ich natürlich ein radikaler Mensch bin. Das ist etwas, was ich mir auch habe nie ausreden lassen. Ich habe ja oft immer gesagt, dass ich im tiefsten Wesenszug extrem radikal bin. Und Leute haben um mich herum immer so, oh, sag das nicht, du meinst das ja nicht so. Du schwärmst damit, aber du bist natürlich nicht radikal. Du bist doch einer von uns und du bist ein total netter Kerl und alles und bloß nicht radikal. Ich sage, nein, ich bin radikal. Und wer das nicht versteht, der versteht ja noch gar nichts. Weder über mich noch über die Zustände, die um uns herum herrschen. Man kann der Zukunft nur noch mit Radikalität begegnen. Nur Radikalität hat tausende Gesichter. Und natürlich ist es eine wichtige Frage, welch ein Gesicht diese Radikalität haben muss. Aber radikal ist es auch zum Beispiel, sich heutzutage komplett dem Konsumgedanken zu entziehen, ihm eine komplette Kampfansage zu erteilen. Ja? Das ist radikal. Denn in einer Welt, in der sozusagen alle nur Konsumschweinchen sind und das tut, was halt der Influencer und der Superstar alles so vorschlägt, in dieser Welt ist es ein äußerst starker Radikalismus, sich da komplett auszuklinken. Und mir gelingt es seit mindestens 25 Jahren extrem gut, absolut kaltschnäuzig jegliche Werbung zu ignorieren,
Und sie haben ja viel versucht, also so ist es nicht. Gerade heutzutage, wenn man sich so viel durch Multimedia bewegt wie ich, weil man YouTube-Videos macht, da ist ja sozusagen der Werbeterror ist ja immens. Und das kostet natürlich, und der ist ja sehr, sehr einschleichend, der ist teilweise sehr, sehr subversiv von der Art und Weise, wie heutzutage Werbung funktioniert und wie sie auf teilweise semi-legal oder komplett illegal erlangte Informationen aufbaut. So jemand wie ich als Künstler bin ja fast schon gezwungen, irgendwie im Facebook präsent zu sein. Also das allein ist dann schon eine Liefermaschine, ein Generator sozusagen für Werbeinformationen. Also dieser Terror verfolgt einen dann auf allen anderen Plattformen, weil es ja natürlich alles ein riesiges manipulatives Lügengebilde ist von einem Haufen Arschlöcher, sondern um einfach diese Nation aus sabbernden, konsumierenden Idiotenschweinchen zu kreieren. Habe ich nicht zuletzt gesagt, dass ich nicht mehr Tiernamen als Beschimpfungen verwenden möchte, weil die Tiere das nicht verdienen? Genau, keine Schweinchen. Einfach nur Idioten. Ja, jetzt komme ich wieder ins Tausendste. Warum rede ich davon? Also, ja, genau. Es geht ja darum, dass man nicht so viel Angst vor dem Wort radikal haben soll. Ja, ich bin bewusst ein Radikaler. Ja, also ich komme jetzt mal lieber zu dem Artikel von Chris Hedges, weil der ist viel interessanter als mein Schwadronieren hier. Ich lese mal eine Eröffnungspassage. Der weltweite Schülerstreik vom vergangenen Freitag wird genauso folgenlos bleiben wie die Massenmobilisierung von Frauen nach der Wahl Donald Trumps oder der Protest von Hunderttausenden, die gegen den Irakkrieg auf die Straße gingen. Das heißt nicht, dass es diese Proteste nicht hätte geben sollen. Im Gegenteil. Doch derartige Demonstrationen müssen auf dem Boden der bitteren Realität stehen, dass wir in den Führungsetagen nicht zählen. Nochmal. Doch derartige Demonstrationen müssen auf dem Boden der bitteren Realität stehen, dass wir in den Führungsetagen nicht zählen. Lebten wir in einer Demokratie, was wir nicht tun? Hätten unsere Hoffnungen, Rechte und Forderungen, insbesondere die Forderung, dass wir dem Klimanotstand entgegentreten müssen, einen Einfluss? Wir wären in der Lage, Repräsentanten an die Regierungsmacht zu wählen, um einen Wandel zu bewirken. Wir wären imstande, Umweltgerechtigkeit von den Gerichten zu verlangen. Wir könnten Ressourcen in die Beseitigung von Kohlendioxidemissionen umleiten. Also tun wir nicht so, dass wir auf dem besten Weg einer Veränderung sind, nur weil entlang des Weges sich ein paar Abgeordnete dazu erniedrigt haben, irgendwie Greta zu applaudieren. Ja, das sind alles nette Gesten, das ist alles toll für die Zeitungen und für die Fotosession, aber letztendlich leben wir im Monetarismus. Das heißt also, der Gott Mammon, der Gott Euro, der Gott Dollar entscheidet darüber, was wir dürfen und nicht dürfen. Und wer dieses Paradigma brechen will, wird viel mehr tun müssen, als einige Petitionen unterschreiben oder einmal im Monat irgendwo demonstrieren gehen. Ich lese hier weiter. Die herrschenden Eliten und die Konzerne, denen sie dienen, sind die Haupthindernisse eines Wandels. Sie können nicht reformiert werden. Und das heißt, Revolution, also das, was Extinction Rebellion erreichen möchte, mit seinem Ruf nach einer internationalen Rebellion am 7. Oktober, merken, an diesem Tag will es die Stadtzentren auf der ganzen Welt mittels anhaltendem zivilen Massenungehorsam stilllegen. Wir müssen die Macht übernehmen. Und nachdem die Eliten ihre Macht nicht freiwillig abgeben werden, werden wir sie uns durch gewaltfreie Aktionen nehmen müssen. Proteste können ein politisches Bewusstsein einleiten. Sie können aber auch lediglich leeres politisches Theater sein. Sie können dazu benutzt werden, unsere moralische Integrität zu feiern, Werbung für uns selbst im Zeitalter der sozialen Medien. Sie können Schaufensteraktivismus sein, bei dem sich Demonstranten durch Polizeibarrikaden leiten lassen und Verhaftungen höflich choreografiert werden, was dazu führt, dass die Demonstranten einige Stunden im Gefängnis sitzen und sich damit als Radikale ausweisen. Sie können dafür benutzt werden, uns von einer abstoßenden politischen Figur wie Donald Trump zu distanzieren, aber unser stilles Einverständnis geben, wenn die gleiche Politik von einem vermeintlichen Progressiven wie Barack Obama betrieben wird. Dies ist ein Spiel, das der Staat gelernt hat,
zu seinem Vorteil zu spielen. Solange wir die Maschine nicht stören, solange wir gemäß ihren Regeln protestieren, werden uns die Eliten in pinken Wollmützen durch die Straßen von Washington marschieren oder einen Tag lang der Schule den Rücken kehren lassen. Ist die Macht bedroht, so wie es während der lange anhaltenden Proteste im Rahmen der Occupy-Belagerung und im Reservat Standing Rock der Fall war, reagieren die herrschenden Eliten ganz anders. Sie setzen das ganze Gewicht des Überwachungsstaates dafür ein, die Demonstranten zu dämonisieren, ihre Anführer zu verhaften und festzusetzen und Agents Provocateurs einzuschleusen, die gewaltsame Angriffe ausführen, um zu rechtfertigen, dass Polizei und Sicherheitskräfte die Proteste abwürgen. Die Schaffung immer komplexerer bürokratischer und technokratischer Systeme in einem Zeitalter schwindender Ressourcen ist ein Charakteristikum zugrunde gehender Zivilisationen. Zivilisationen in ihrer Endphase suchen verzweifelt nach neuen Ausbeutungsmethoden, statt sich an eine sich ändernde Umwelt anzupassen. Sie unterdrücken die unteren Klassen und beuten sie immer rücksichtsloser aus, um die unersättlichen Gelüste der Eliten nach Macht, Luxus und Hedonismus aufrechtzuerhalten. Je schlimmer die Umstände, desto mehr ziehen sich die Eliten in ihre privaten Enklaven zurück. Je abgehobener die Eliten, desto sicherer die Katastrophe. Dieser selbstzerstörerische Prozess ruiniert das Ökosystem, bis die verhängnisvollen Systeme zusammenbrechen. Die herrschenden Eliten, die an Business Schools und in Managerkursen ausgebildet wurden, sind nicht in der Lage, die existenziellen Probleme zu bewältigen, die durch die Klimakatastrophe verursacht werden. Sie sind dazu ausgebildet, koste es, was es wolle, die Systeme des globalen Kapitalismus aufrechtzuerhalten. Sie sind Systemmanager. Ihnen fehlen die intellektuelle Fähigkeit und die Fantasie, nach Lösungen außerhalb des engen Parameters des weltweiten Kapitalismus zu suchen. Diejenigen, die im globalen Süden leben, leiden und sterben schon an den Auswirkungen der globalen Erderwärmung, für welche von vor allem die wohlhabenden industrialisierten Nationen des globalen Nordens verantwortlich sind. Die reichsten 0,54% oder 42 Millionen Menschen auf der Welt verantworten mehr Emissionen als die ärmste Hälfte der Weltbevölkerung oder 3,8 Milliarden Menschen. Diese Eliten opfern zunächst die Ärmsten des Planeten, während sie sich die soziale und ökonomische Hierarchie heraufarbeiten, um schließlich uns alle auszulöschen. Wir müssen unser unerbittlich positives Denken fahren lassen, unsere absurde Manie der Hoffnung, unseren naiven Glauben, dass wir alle Probleme lösen können, wenn wir nur Mumm in den Knochen haben und entschlossen genug sind. Wir müssen der Düsternis vor uns ins Auge blicken. Wir leben in einer Welt, die globale Erwärmung bereits stark geschädigt hat. Und sie wird unweigerlich schlimmer werden. Die Weigerung, sich an der weiteren Zerstörung des Planeten zu beteiligen, bedeutet einen Bruch mit der traditionellen Politik. Es bedeutet, die Zusammenarbeit mit der Autorität aufzukündigen. Es bedeutet, auf jede erdenkliche, gewaltfreie Weise dem Konsum, Kapitalismus, Militarismus und Imperialismus zu trotzen. Es bedeutet, unseren Lebenswandel anzupassen. Dazu gehört auch, fortan vegan zu leben, um den Kräften entgegenzuwirken, die auf unsere Auslöschung aus sind. Und es bedeutet Wellen anhaltenden zivilen Ungehorsams, bis die Maschine kaputt ist. Ja, hätte ich es jemals besser sagen können? Wohl kaum. Ich bin auch nicht Chris Hedges. Zum Abschluss noch der letzte Absatz. Wir brauchen einen neuen Radikalismus. Wir müssen nachhaltig zivilen Ungehorsam betreiben, um die Ausbeutungsmaschinerie zu stören, auch während wir uns auf die unvermeidlichen Verwerfungen und Katastrophen vorbereiten. Wir müssen unseren Lebensstil und unseren Konsum ändern, um unseren persönlichen CO2-Fußabdruck zu verringern. Und wir müssen uns organisieren, um bestehende Machtstrukturen durch solche zu ersetzen, die vor uns liegende Krise bewältigen können. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich. Also das ist natürlich die wahre Story, ja, nicht das 16-jährige Mädchen, das mit zitternder Stimme irgendwelchen Bonzenfratzen im Publikum einen Vorwurf macht. Das ist ja nur die Milchhaut des ganzen Themas. Und an der Milchhaut können sich dann natürlich die Dumpfbacken abarbeiten. Aber das hier ist natürlich die Blaupause, der Entwurf für die unmittelbare Zukunft dieser Zivilisation. Das ist, wie die Party aussehen wird. Und das ist etwas, was ich schon oft angedeutet habe, dass man sich bloß davor hüten sollte,
ständig in die Bresche zu springen für irgendwelche Eliten, nur weil irgendeiner dieser Schwachköpfe ab und zu mal auf eine Tribüne klettert und irgendetwas sagt, was einem so gefällt. Denn in dem Augenblick, wo die Runensteine geworfen werden, in dem Augenblick sieht die Sache ganz anders aus. In dem Augenblick werden die Eliten dort verschwinden, wo sie schon vor langer, langer Zeit vorgeplant haben, hinter Stacheldraht, hinter hochgezogenen Mauern, hinter einer Privatarmee. Und du wirst auf dich allein gestellt sein und dich mit einer Welt auseinandersetzen müssen, die von dem Augenblick einfach nur immer mehr in die Kloake abdriftet. Und da kann ich wirklich alle nur dazu auffordern, von jetzt an sehr aufmerksam zu sein und auf die Zeichen zu achten. Die Zeichen werden da sein. Bis zum nächsten Mal.